Herzlich willkommen zu Filmbot Meets, live aus dem Filmhaus auf dem alten Schlachthof Karlsruhe. Heute bei mir zu Gast ist Walter L. Brähler. Er ist Dokumentarfilmer und hat seinen Film Ohne Angst, Kulturwandel im Kunstturm mitgebracht. Hallo Walter, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Film. Er hat ja schon einen sehr interessanten Titel. Wie bist du denn auf diese Filmidee gekommen überhaupt? Die Filmidee ist aus einer anderen Filmproduktion bzw. einem Streaming entstanden. Ich habe mich mit einem Physiotherapeuten unterhalten, der auch für Turnerinnen tätig ist, und habe ihn gefragt, also das war damals gerade publik geworden, dass es da einige Skandale, Missbrauchsvorwürfe und dergleichen gab. Das ging in den USA los, hat aber dann in Deutschland auch ziemlich viel Furore gemacht und es gab die ersten Stimmen. Und da habe ich ihn gefragt, was würde er denn tun, wenn er so etwas beobachtet als Physiotherapeut, der mit Turnerinnen zu tun hat. Und da hat er gesagt, naja, das ist sehr sensibel, aber ich sollte mich doch mal mit der Tatjana Bachmeier darüber unterhalten. Und über die ist dann Kontakt entstanden, weil die ganz zufällig auch aus demselben Ort kommt, in dem ich lebe. Und die ist Trainerin auch auf nationalem Niveau, also trainiert Bundesturnerinnen und hier in Karlsruhe. Und das war für mich natürlich der ideale Ansatzpunkt, weil ich versuche ja bei meinen Dokumentarfilmen, die immer hier in der Region zu machen, einfach auch aus logistischen Gründen, weil ich dann immer sehr schnell mit der Kamera dabei sein kann. Und dann habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen. Und sie hat erstmal mich so ein bisschen beschnuppert, ob ich denn auch seriös bin, vertrauenswürdig. Und hat aber dann gesagt, sie macht mit, und dann haben wir uns über ein Projekt verständigt, dass ich sie mehr oder weniger fast ein ganzes Jahr mit der Kamera begleite, sie und ihre Turnerin. Und was hast du denn da alles dokumentiert? Also wenn du sagst, dass sie und ihre Turnerin dokumentiert? Ja gut, also sie hat mir das dann erklärt, dass so ein Trainer einen Plan für ein Jahr immer macht und der orientiert sich an den Hauptevents und baut das Training so auf, dass zum Hauptevent die Turnerinnen sozusagen am besten in der Lage sind, ihre Übungen zu vollführen. Und das Hauptevent in diesem Jahr waren die European Championships in München im August. Und das Training hat eben von Januar bis hin zum August auf dieses Event hingearbeitet, mit verschiedenen Wettkämpfen, Bundesliga, NBW-Pokal in Stuttgart, das war ein internationaler Wettkampf. Und drei Turnerinnen und die Trainerin habe ich dorthin begleitet. Ich habe sie auch in ihrem heimischen Umfeld zum Teil gezeigt. Ich habe mit Physiotherapeuten gesprochen, also ich habe versucht, mit Eltern natürlich, ich habe versucht, so in diese Welt, einen Blick in diese Welt zu werfen. Und was hast du denn da für Erfahrungen gefilmt? Also du hast selber gesagt, es war am Anfang ein bisschen schwierig. Du bist so über dieses Missbrauchsthema auf das ganze Thema überhaupt gekommen. Was hast du da so mitgekriegt? Also wie läuft deren Alltag hier so ab? Also ich muss dazu sagen, ich habe sie natürlich deshalb ausgewählt, weil es bei ihr keinen Missbrauch gibt, weil sie selbst als Trainerin, als Turnerin, selbst mehr oder weniger unter, nicht Missbrauch, aber unter schwierigen Verhältnissen gelitten hat. Sie hat eine Magersucht entwickelt im Zusammenhang mit dem Turnen, hat eigentlich dann Abstand vom Turnen genommen, hat dem Turnen so viel Faszination abgewonnen, dass sie später dann selbst Trainerin geworden ist und hat sich gesagt, das, was ihr passiert ist, soll ihren Turnerinnen nicht passieren. Mhm. Und das war für mich der Ansatzpunkt. Ich wollte jetzt nicht, zumal das auch schwierig ist, das dann zu dokumentieren, da kann man drüber reden, aber man kann es schlecht dokumentieren. Ich wollte eigentlich zeigen, was macht sie anders. Mhm. Und kurz gesagt, was sie anders macht, sie sagt selber, bei ihr steht der Mensch im Mittelpunkt. Nur wenn es dem Menschen gut geht, dann kann er auch sportliche Höchstleistungen vollbringen. Das ist so ihre Philosophie. Das ist ja auch ein sehr emotional besetztes Thema, hast du ja auch gerade schon angesprochen, gerade mit der Hintergrundgeschichte, mit dieser Magersucht und so. Wie war das denn beim Drehen? Also gerade auch Wettkämpfe, die du ja auch gefilmt hast, die sind ja auch sehr, ja, ich sage jetzt mal, emotionsgeladen, und da steckt ja auch so ein bisschen was dahinter. Wie war das für dich beim Drehen? Also hast du mitgekriegt, dass da irgendwie so eine Anspannung oder vielleicht auch so ein Druck dahinter steckt? Oder also, wie war das? Die Anspannung ist sehr groß bei den Turnerinnen, und sie sind natürlich in einer Situation, wo sie ihrem
Körper Höchstleistungen abverlangen und ein Fehltritt und da haben sie einen Bänderriss, fallen für Wochen aus oder im mehr oder weniger fast noch im günstigen Fall. Es kann aber auch mehr passieren. Also es ist hochriskant auch das Ganze. Ist von der Leistung, vom Anschauen her, ist es wunderbar. Also es reißt einem mit. Es stellt sich immer selber vor, wenn ich sowas machen sollte, dann weiß jeder, das kriegt man nicht hin. Die fangen mit 3-4 Jahren an, bis sie so eine Perfektion erreichen. Mhm. Aber sie stehen wahnsinnig unter Druck. Und speziell im Wettkampf stehen sie unter Druck. Und es gibt viele, und das hat die Tatjana Bachmeier von sich selber gesagt, sie war mehr oder weniger Weltmeisterin im Training und im Wettkampf hat sie es einfach nicht gebracht, weil da der Druck zu groß ist. Die Anspannung vor Freunden, vor Mitbewerberinnen. Und das ist ein ganz großer Unterschied, also zwischen Training und Wettkampf. Ja, das war der Trailer zu deinem Film, dass wir auch so ein bisschen Eindruck gekriegt haben. Was war denn für dich eigentlich so das Besonderste oder vielleicht auch das schönste Erlebnis, das du hattest während des Drehs? Gab's das? Also das Schönste für mich war das Vertrauen, das mir alle entgegengebracht haben. Weil es ist ja hochriskant, weil ich beobachte sie. Ich zeige sie mehr oder weniger. Nackt hört sich jetzt blöd an in dem Zusammenhang, aber sie öffnen sich mir ja. Ja, das heißt, jeder Fehler ist mit der Kamera sichtbar. Ich war bei den Höhen dabei, ich war aber auch bei vielen Tiefen dabei. Ich habe viele Emotionen beobachtet. Und wenn jemand gerade in einem Wettbewerb vielleicht nicht so gut abgeschnitten hat oder einer Qualifikation vielleicht nicht so gut abgeschnitten hat, wie er sich das gewünscht hat, und ist tief traurig, dann hat er eigentlich ungern eine Kamera dabei. Ja. Ja, wer möchte das in so einem Moment der tiefen Niedergeschlagenheit? Als Dokumentarfilmer muss man aber dabei sein, weil man möchte ja mitbekommen, das Auf und Ab. Und da kann ich nur sagen, also das schönste Erlebnis war das Vertrauen, das sie mir geschenkt haben. Natürlich war es auch schön, die Freude mitzuerleben, gerade weil es bei den Qualifikationen doch das eine oder andere Niedergeschlagenheit gegeben hat, weil es nicht alles so gelaufen ist, dass es zum Schluss dann noch für die eine zumindest geklappt hat, wirklich zu den European Championships zu kommen und nicht nur dort in der Mannschaft teilzunehmen, sondern sogar noch an einem Einzelwettbewerb, was dann schon nochmal die fortgeschrittene Leistung ist. Ja, und das war natürlich sehr emotional, war auch für mich sehr bewegend, sehr emotional, das mitzuerleben, dass so eine junge Turnerin dann bei einem europäischen Wettbewerb dann auch den 4. Platz am Balken belegt. Ja, und da muss ich gestehen, habe ich mich auch sehr mitgefreut, dass sie es geschafft hat. Zumal dazu kommt, wer möchte seinen Film schon damit beenden, dass sie es nicht schafft. Und wenn du schon dieses Vertrauen und auch dieses, ja, du hast ja mitgefiebert, ja, tatsächlich. Also sie sind mir sehr ans Herz gewachsen. Wenn du das gerade ansprichst, hat das denn eigentlich deine Sicht auf den Leistungssport verändert? Weil, wie du ja schon gesagt hast, wir kennen alle Sportreportagen, wo dann eine Kamera draufgehalten wird, egal ob gewonnen oder verloren wurde. Das ist alles so weit weg, aber du warst ja direkt dran. Ja. Hat das deine Sicht eben auf dieses ganze Phänomen Leistungssport, nenne ich es jetzt mal, irgendwie verändert? Es
verändert. Es ist nicht so, dass ich jetzt völlig überrascht war von dem, was ich da gesehen habe. Ja? Was ich dabei gelernt habe, ist stärker zu differenzieren zwischen dem, wo man sagt, das ist übertrieben, das ist auch gefährlich für die Sportlerin und für die Trainerin, sich dahin zu begeben und auf der anderen Seite zu verstehen, warum jemand das trotzdem macht, trotz des Risikos, das damit verbunden ist und auch mit welch wunderbaren Ergebnissen das geschieht und auch dabei festzustellen, was diese jungen Frauen, Mädchen, die ja so 14, 15 Jahre alt sind, was die schon an menschlicher Reife eigentlich haben, wie sie sich selbst reflektieren. Was würdest du sagen, warum es jetzt diesen Film braucht? Bitte? Warum braucht es jetzt diesen Film? Was würdest du sagen? Diesen Film braucht es, weil der Kulturwandel im Deutschen Turnerbund und im Deutschen Turnen bitter notwendig ist. Weil es Turnen gibt mit nach alten Methoden, mit viel psychischem Druck, auch vom Trainer. Nicht nur der Leistungsdruck, den sich die Sportlerinnen selber machen, sondern auch der Erfolgszwang, unter dem die Trainer stehen und den sie an die Turnerinnen weitergeben. Und einem Versuch, es anders zu machen. Ohne diesen psychischen Druck, ohne diesen Erfolgszwang und trotzdem Leistungssport zu machen. Also, wenn man so will, einen nachhaltigen Leistungssport. Die Premiere, die ist ja am 16. November um 19 Uhr in der Kinemathek in Karlsruhe. Und was erwartet denn das Publikum da? Du hast ja deine Hauptdarstellerinnen auch dabei. Die sind alle dabei, ganz klar. Die Trainerin ist dabei. Und ich habe Ihnen den Film schon gezeigt, weil ich denke, Sie haben ein Anrecht darauf. Sie haben sich ja mich sehr nah an sich rankommen lassen. Sie haben ein Anrecht darauf, nicht erst bei der Filmvorführung davon überrascht zu werden und dann vielleicht festzustellen, um Gottes Willen, wie kann der nur? Ja? Aber ich habe dann beim Vorführen auch festgestellt, dass sie sich authentisch beobachtet fühlen durch den Film und von daher bin ich ganz beruhigt. Aber ich denke, er gewährt einen sehr authentischen Einblick in die Turnszene. Danke, Walter. Dann danke ich dir für diese Ausführung, dass du uns ein bisschen was über deinen Film erzählt hast. Wen es interessiert, 16. November, 19 Uhr in der Kinemathek in Karlsruhe, ist dann nochmal gesagt, mit dir und mit deinen Sportlerinnen bzw. der Trainerin. Das war es auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, teilt diesen Beitrag gerne und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Filmbot Meets. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Ciao. Tschüss.